Okay, ja, willkommen. Letztes Mal, was habe ich letztes Mal überhaupt gemacht? Letztes Mal, ah, stimmt. Letztes Mal waren wir in der einsamen Kapelle und haben hier so ein bisschen Vorposten gemacht, tatsächlich. Da wollte ich eigentlich nochmal hin. Da hatten wir auch quasi noch so ein, den Vergnügungspark von Nuka-Cola entdeckt, der aber definitiv noch zu High Class für uns ist. Aber kein Problem, da kommen wir auf jeden Fall zurück. Dann hatten wir lustige Sachen bezweckt und hatten Koloss getötet. Den, wie hießen die Dinger? Baphomet. Behemoth. Ein Behemoth bekämpft, genau. Haben sie es geschafft sogar. Nur um dann festzustellen, dass wir von irgendeinem verschissenen Mutanten in unserer kleinen Hütte hier umgebracht worden sind, weil Dogmeat auf sich aufmerksam gemacht hat und naja, war nicht so toll. Egal. Was wir heute machen, werden wir zum Vault zurückgehen, um dort dieses Kühlding rauszuholen, weil wir können das Tor jetzt öffnen. Als nächstes würde ich auf jeden Fall meine Hacking-Skills, glaube ich, leveln. Und wir können uns gerne den Minutemen anschließen, weil es gibt hier, das habe ich nachgelesen, es gibt 4 Fraktionen innerhalb des Spieles und wir können uns jeder der Fraktionen anschließen und es hat nichts mit der Haupthandlung zu tun, sozusagen. Und wir können für alle Missionen machen. So habe ich es gelesen, ich hoffe, das stimmt auch, weil das würde ich dann tun. Und da werde ich mich jetzt auf den Weg machen, um diesen Preston einfach mal in die Nüsse zu treten. Nein, das nicht. Aber diesmal vergesse ich Dogmeat nicht. Dann habe ich letztes Mal nicht... Was macht der da? Keine Ahnung. Beten oder so wahrscheinlich. Dogmeat, auf zu beten. Lass uns gehen. Los, Junge. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wir haben keine andere Wahl, Dogmeat. Wir müssen. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Aha. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Hallo. Also, was sagst du? Wirst du der Anführer sein, den das Commonwealth braucht? Wirst du die Minutemen wieder aufbauen? Also für den Minutemen, was ich gelesen habe, ist das, die sind die guten Samariter. Und ganz ehrlich, ich bin auch, naja, in Spielen zumindest, dass ich weiß, uns allen fehlt es manchmal an Zivilcourage. Wir sollten uns da viel mehr einsetzen, aber es ist manchmal schwer, weil ich weiß nicht, wie es euch da geht. Manchmal sieht man eine Situation. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Denkt sich, man sollte. Kannst du aufhören, mich zu unterbrechen? Ich bin hier gerade am Reden. Man denkt sich manchmal, ja, man sollte was tun. Man sollte irgendwie, ja, einschreiten oder so. Und dann macht man es halt nicht. Und das ist dann ein bisschen schade. Egal, ja. Okay, ich mach's. Ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben. Und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Da kam eine seltsame Nachricht von einem Roboter. Er sagt, er kommt aus einem Ort namens Grey Garden. Ich weiß nicht genau, was er wollte, aber, tja, schauen wir mal nach. Man kann nie wissen. Sonst noch was? Wassermarsch, Reise nach Grey Garden. Folgst du mir jetzt wirklich? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Sonst noch was? Nichts, folge mir. Oh, wir können ihm tatsächlich sagen, folge mir. Tauschen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Du hast echt schlechtes Outfit, ey. Also wenn du mit mir kommst, mein Freund, Preston, dann muss ich echt noch was an deiner Ausrüstung tun. Ich weiß nicht, ich sag mal folgendes. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne doch, General. Ich glaube, die Leute hier kommen dank dir jetzt auch allein klar. Jetzt können wir ihm sagen, wo er hingehen soll. Ja. Okay, und du bist jetzt bei mir? Hey. Sag mir einfach wo. Hallo. Brauchst du was, General? Ja, ich wollte plaudern, aber du hast dich weggedreht.
Bleib mal doch. Ja, springen ist genau das, was gibt's was, wollte. Worüber du reden willst? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Aber ich weiß, dass noch mehr in dir steckt. Was meinst du? Ich sag dir, was mit dem Commonwealth nicht stimmt. Die Leute sehen das große Ganze nicht. Was für ein großes Ganze? Was hast du auf dem Herzen? Wohin als nächstes? Was denkst du über unsere Beziehung? Frag mich noch mal in einer Woche oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon verstanden habe, wie du so tickst. Läuft zwischen uns alles gut? Ich glaube, du hast alles, was ein großer Anführer braucht. Aber du musst dich noch beweisen. Aber komm mal mit. Ich geh jetzt mal zum Bunker. Komm. Wo bleibst du denn, Junge? Fahren wir halt ohne ihn. Was soll's? Was denkst du, wie es so läuft? Wie haben sie entschieden, wer rein durfte und wer nicht? Ich bin nur neugierig, was du denkst. Das gefällt mir nicht. Was denkst du über uns? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Aber ich weiß, dass noch mehr in dir steckt. Was denkst du über uns, Schatz? Hier wird es verdammt schwer, sich an was anzuschleichen. Halt doch mal die Klappe! Wenn du die ganze Zeit laberst, ist es auch klar, dass es schwer wird, sich hier an irgendwas anzuschleichen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Schau mich an, ich bin Preston. Nein. Aber ernsthaft, sei mal ein bisschen ruhig. Ich will hier das Ding rausholen. Deswegen sind wir hier. Ne, fast. Jawohl. Mit dem ersten. Ja. Gerne, aber es ist zu ruhig. Ja, weil hier niemand mehr ist. Bingo. Jawohl, Krillator. Entschuldigung. Ich würde ihn schon gerne ausprobieren. An dir, Preston, vielleicht? Es ist hier eigenartig ruhig. Ja, ist cool, ne? Wir können hier Wasser trinken und nichts passiert. Weil hier niemand mehr ist. Hier könnte man bestimmt vom Boden essen. Also, würde ich jetzt nicht machen, aber er ist auf jeden Fall nicht radioaktiv verseucht. Was das angeht. Hast du eine Ahnung, was das macht? Strom! Okay. Ja, ich glaube, hier wird auch nichts mehr nachspawnen. Bild ich mir das nur ein, oder ist der Ort hier geradezu übertrieben sauber? Nein, du bildest dir nicht ein. Aber wenn du mehr hier so Zeug von dir gibst, dann bin ich doch am Überlegen. Jemand lässt hier das Hausmädchen Überstunden schieben. Sag mal, bist du zum ersten Mal in einem Vault? Es gibt doch so ein paar Orte, wo sich die Sachen ja immer wieder respawnen. Unsere Stimmen werden hier drin gut zu hören sein. Wir sollten also vorsichtig sein. Dann halt doch mal die Klappe. Oh, der hat ein echt krasses Redebedürfnis. Tschüss, Preston. Es war eine Falle von Anfang an. Ich nehme den Guten jetzt mal mit. Dann rüste ich ihn mal vernünftig aus. Aufgepasst. Okay, was soll ich tun? Ja, was ist mit dem los? Okay, gut. Weißt du, gehst einmal rein und er ist einfach weg. Weil, wo ist er denn? Was zum Teufel machst du auf dem Dach? Der hatte mir ein paar Orte genannt und der hatte mir auch ein paar Aufgaben gegeben. Wassermarsch, das mache ich mal. Nehme einen Außenposten Zimonia. Da will ich auch mal gucken, wo das ist. Ah, hier ist Zimonia. Okay, das hört sich noch lukrativ an. Tatsächlich, aber wo ist dieses Greyyard? Da unten. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich kurz nach Lexington. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch noch machen. Ich werde jetzt nach Lexington gehen. Ich reise erstmal hier runter zu meinem Ort. Und dann gehe ich nach Lexington. Und eigentlich will ich die Hochstraße hier noch ein bisschen räumen, tatsächlich. Ich will hier hin. Ich will einfach die Sachen, die ich letztes Mal noch gemacht habe, bevor hier mir alles wieder zerschossen wurde. Also, ich mache mal kurz einen Save. Weil ich den Typen jetzt bei mir habe. Ach, ist so klar, dass ich, wenn ich hier schlafe, sofort krank bin. Muss ein Erlebnis gewesen sein, einen Film so groß zu sehen. Ja, halt die Klappe. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Meine Güte. Ich habe eine Menge von der Railroad gehört, dass sie Synths befreien und so. Scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Aber ich finde es schon mal schön, dass er etwas über die Sachen hier erzählt.
Und mal gucken, was hier noch in dieser ghoulverseuchten Stadt ist. Aber ich weiß schon, wo ich hin wollte. Was ist los mit euch? Wow, stocksteif. So. Aber um, wie gesagt, darauf zurückzukommen, was es hier noch gibt, und da bin ich mir noch ganz sicher, gab es hier nämlich einen meisterhaften Safe. An den konnte ich mich noch erinnern, oder an den kann ich mich erinnern. Deswegen sind wir auch in Lexington. Schön. Jawohl. Nehmen wir alles. Laborflaschen, Molotows, Sicherung. Noch ein Stealth-Boy. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und ein überfälliges Buch. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich. Und einiges an Punkten. So, ja, sonst gibt es hier nichts mehr in Lexington. Sonst kann ich dann auch zu meiner Markierung zurückgehen. Und ich kann echt nur sagen, holt euch den Schleichen-Skill. Der ist Gold wert. Weil, wenn ihr den auf Stufe 3 habt, oder wenn man den auf Stufe 3 hat, dann, ja, dann können einen Minen auf jeden Fall nichts mehr anhaben. Und das ist, ja, Gold wert. Oh, jetzt sitzt da ein Fred. Das ist das Haus der Begegnung, oder was? Tust du es jetzt oder nicht? Lasst mich gehen. Ich schwöre, ihr seht mich nie wieder. Du wirst uns nicht an das Institut verraten. Hey. Tust du es jetzt oder nicht? Leute, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Ihr kennt mich doch. Keinen Schritt näher. Das hier geht dich nichts an. Bitte. Hilfe. Sie wollen mich umbringen. Schnauze. Kann ich mit dir reden? Was ist hier los? Misch mich nicht ein. Zeit zu sterben. Versuchen zu verhandeln. Was ist hier los? Dieses Ding ist ein Zünd. Das ist los. Wir reisen seit Wochen mit ihm zusammen. Ja, und? Aber heute hat er durchblicken lassen, dass er ein Bote des Instituts ist. Die ganze Zeit schon. Weil ich dachte, ihr wärt meine Freunde. Nie im Leben werde ich mit einem beschissenen Zünd befreundet sein. Du warst doch schon mit einem Zünd befreundet. Und jetzt lass mich einfach gehen, bitte. Wo ist das Problem? Hältst du mich für blöd, damit du losrennst und deine Institutsfreunde auf uns setzen kannst? Das wird nicht passieren, Mann. Ich gehöre nicht zum Institut. Ich bin geflohen. Ich muss nur nach Bunker Hill, dann seid ihr mich für immer los. Bitte, du glaubst mir doch, oder? Du darfst das nicht zulassen. Ich kenne dich nicht. Lasst ihn frei, sonst hat ihr noch nicht... Riskieren, das Institut zu verärgern, hat dir noch nicht geschadet. Ja, ich sag mal das. Ihr solltet ihn gehen lassen. Überlegt doch mal. Wenn er euch was tun wollte, hätte er es doch schon lange getan. Das stimmt. Vielleicht kauft er sich auch nur Zeit. Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Aber ich lass dieses Ding nicht laufen. Riskieren, das Institut zu verärgern. Ich weiß nicht mal, was das heißen soll. Ah, spezielle Skills werden freigeschaltet. Ah, okay. Wenn er wirklich zum Institut gehört, würde sein Tod die doch noch wütender machen. Lasst ihn gehen. Es ist besser so. Das Risiko gehe ich gern ein, wenn dadurch ein Cent weniger auf der Welt ist. Ach Gott. Wartet mal. Ich will mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Ich habe... Habe ich? Ich hoffe, ich habe... Weil sonst bringt es gleich gar nichts. Dass ich... Ja, ich... Habe ich... Nee, ich habe nichts. Ich habe nichts, dass mein Charisma erhöht. Ah, sein blöder Hut von Preston könnte ich nehmen. Noch zusätzlich. Und eben, ich könnte ein bisschen was trinken. Ja, hier. Ihr braucht vor dem Institut keine Angst zu haben. Lasst ihn jetzt gehen, sonst seid ihr beide tot. Scheiße. Du meinst das ernst? In ja, Ordnung. Ich habe getrunken. Aber wenn ich dich nochmal sehe, verpasse ich dir eine Kugel zwischen die Augen. Oh mein Gott. Oh, danke. Danke. Und jetzt verschwinde von hier. Du. Auf Nimmerwiedersehen. Warte. Warte. Warte, Mann. Danke. Vielen Dank. Hallo. Danke nochmal. Hier, bitte nimm das. Okay. Schulz, viel Spaß. Ich hab's jetzt 7 gekriegt.
habe mir aber auch ein bisschen was angekrochen. Ja, das war wieder so eine random Begegnung und ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Eine perfekte Nacht, um etwas zu unternehmen. Willst du mich anmachen? Ich meine, wir sind hier ziemlich glimpflich noch davon gekommen. Ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Hey! Warum verpisst du dich nicht? Weil, Entschuldigung. Mann, ich wollte einfach nur ein bisschen Frieden stiften und... Arschlöcher. So, genau. Die Hochstraße hatte ich, also die Seite hatte ich zumindest schon geplündert. Jetzt wollte ich hinten drauf und da habe ich halt was entdeckt. Letztes Mal, da hatte ich dann irgendwie... Achso, ich hatte keine Motivation weiterzuspielen, weil ich Dogmeat wieder vergessen hatte und das war nervig. Deswegen habe ich dann aufgegeben. Aber jetzt habe ich ja einen Begleiter, der kann meine Sachen tragen. Ja, ich kann hier nicht weiter in die Richtung. Finde ich immer sehr schade, dass es nicht geht. Da fragt man sich, warum nicht? Ich möchte doch mir das anschauen, aber es geht nicht. Man kann partout hier nicht weiter in die Richtung gehen. Weil da einfach eine imaginäre Wand ist. Finde ich mega nervig in Spielen. Also ich kann es verstehen, wenn es eine Erklärung gibt. Zum Beispiel die allzeit beliebte Erklärung. Ja, du kannst nicht schwimmen. Die akzeptiere ich auch. Aber dieses, ja, du kannst hier nicht weiter, weil Wand. Finde ich dämlich. Ja, ich bin hier wirklich am Ende der Karte. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Ich bin hier. Hier unten allerdings, das ist tatsächlich noch ein Ort, der ist aber mega krass bewacht. Da sitzen nämlich die Gunner drin. So, das bringt auch gar nichts, jetzt da drauf zu ballern, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Warte, da draußen ist was. Der hat auch ein Scharfschützengewehr. Warte mal. Ich auch. Komm mal wieder zurück, bitte. Dachwache. Ich will die Punkte. Ich brauche die, ich muss Hacking steigern und andere Fertigkeiten. Ich muss nur warten, bis Person stehen bleibt. Also bei diesen Robotern mache ich mit der Waffe definitiv keinen Schaden, deswegen. Shit, shit, das war's. Renn um dein Leben! Ich mein's ernst, renn! Der hört auch auf mich nicht, wenn ich sage, renn um dein Leben, ja? Greif doch nicht irgendeinen Feind an, renn um dein Leben, habe ich gesagt. Ich sehe den leider nicht. Jetzt sehe ich ihn. Shit. Wir sollten weiter wegrennen. Siehst du sie? Nein, ich will sie auch gar nicht sehen. Okay, ich weiß nicht, wen er umgelegt hat, aber gut gemacht. Heile deinen Begleiter. Wo ist mein Begleiter? Ich werde ihn heilen, wenn die Sache überstanden ist. Komm, ich pflück ihm sogar Blümchen. Die kann ich ihm dann geben. Mit dem Simpack ist was anderes. Hat was mit Sims wahrscheinlich zu tun. Also ich bin zu Recht weggelaufen. Ja, ich hatte das Vergnügen schon einmal mit diesen Dingern. Da dachte ich mir, nö, lass mal stecken. Aber hey, gut. Alles gut. Ich könnte noch eins von den Dingern vertragen, falls du noch welche hast. Nee, ich gebe dir keine. Wo hast du den Typen umgelegt? Das wüsste ich gerne. Oh, hier. Sehr gut. Wache. Schlagstock. Der einzige Grund, warum ich hergekommen bin, ist, weil es hier, genau, hier gab es Zeug. Stimpak und aufbereitetes Wasser. Und hier gab es Superkleber. Und Superkleber brauchen wir definitiv. Was ich jetzt machen werde, ist nur diesen Ort quasi freischalten. Das sind alles Gunner. Bis auf der ist Befehlshaber. Und das ist auch noch ein Gunner. Ich will mich jetzt auch nur so weit heranschleichen, dass der Ort quasi Transitenzentrum, dass der mir freigeschaltet wird. Was ist denn hier? Die haben ein Problem. Soll ich da jetzt wieder zurücklaufen? Das ist ein verdammt weiter Weg. Laufen wir nach Sanctuary zurück. Warum ist das Ausrufezeichen? Fehlt euch irgendwas? Habt ihr Mangel? Ist doch alles fein. Ich weiß gar nicht, was das Problem gerade ist. Warum werden die mir angezeigt? Die haben doch genug Schutz. Ich spreche mal mit Sturges
Vielleicht kann der mir sagen, was hier los ist. Kann das noch warten? Ich bin hier, weil ich dachte, ihr ein Problem habt und der kommt mir mit. Könnt ihr das warten? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. So ein undankbarer... Was gibt's? Was erwarten? Nix gibt's, gar nichts. Gerade gar keine Lust mehr, hier zu sein. Minuteman-Flagge, hier, bitteschön. Bam. Sieht super toll aus. Und weil ihr in Amerika seid und alles Patrioten, kriegt ihr auch noch eine Amerika-Flagge hier ran. So, jetzt sieht's hier doch viel schöner aus. Genug getrödelt. Ich hatte wollte das ja überhaupt gar nicht machen. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund, würde ich sagen. Wir schlafen 6 Stunden. Passt das schon. Oh, wir haben November. Das Commonwealth ist deutlich größer, als ich dachte. Und deswegen stehst du direkt neben mir, wenn du aufstehst, oder was? Hi. Ja? Was denkst du, wie es so läuft? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Aber ich weiß... Ich hab dir nicht mehr zugehört. Ich musste los. Okay, gut. Dann machen wir jetzt folgende Aufgabe. Und zwar... Wo ist das Aufgaben? Wassermarsch ist es nicht. Nehme ein Außenposter. Simonia. Das machen wir. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Die? Wer die? Die Fraktion der Maulwurfsratten, oder was? Ich werde jetzt auch so weit nördlich gehen, wie es geht. Und dann den Ort von... Ja, versuchen einzunehmen. Ich gucke gleich mal auf die Karte, wo bin ich? Der ist sehr, sehr weit nördlich und hinter der Hochstraße. Ist das der Außenposten? Da ist ein Gitter im Wasser. Oh, das ist radioaktiver Waste. Das ist echt eine Station unter dem unter der Brücke. Interessant. Oder das heißt eine Station, das sind Häuser unter der Brücke. Ich schätze, es wird niemanden stören, wenn wir uns hier ein wenig umsehen. Gehört ja auch niemanden. Also bis jetzt habe ich auch noch nicht gestohlen. Und wenn ich stehle, dann weiß ich schon mal, dass ich dich nicht damit mitnehme. Weil du das scheinbar nicht magst. Das sind überall so kleine Boomer. Fuck. Das wird, glaube ich, nicht leicht, den abzuknallen. Das ist der gefährlichste von denen. Warte, da draußen ist was. Ich will es nicht herausfinden, deswegen gehe ich jetzt auch wieder. Ich weiß, dass da was ist. Ich weiß, warum der Boomer heißt. Der hat eine verdammte scheiß Raketenwerfer. Also, ha. Warte, da draußen ist was. Ja, wenn du rausfinden willst, was es ist, bitte. Be my guest. What in aller Welt war das? Oh, Dreck. Ich sehe den einfach schlecht. Ja, für das Commonwealth my ass, ey. Das war meiner, Penner. Okay. Halt durch. Ist eh nur noch einer. Ins Knie. Ja, was bauen, was? So, was war jetzt die Aufgabe? Ich habe die nicht mitgeschnitten. So, baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Okay. Schauen wir gleich mal. Bevor ich hier irgendwas baue, wollte ich hier nochmal kurz in diese kleine Hütte hier gehen. Oh, die Leute mit ihren fucking Puppen, ey. Das ist so... Ah. Das ist wirklich nur ein Außenposten. Hier sieht es tatsächlich fast sogar schon ein bisschen grün aus, das Ganze. Cool. Perfekt.
unglaublich überwältigende Geschichte, dass die Ausgabe, du verursachst nachts 5% mehr Schaden. Cool. Awesome. Tales. Deep Sea Terror. Sinister Seafood Strikes. Ein bisschen Cthulhu-mäßig. Gibt's hier kein Steuerelement? Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Muss ich die Dinger kaputt machen? Muss ich scheinbar tatsächlich. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das nicht kaputt zu machen. Eröffne das Feuer! Aber ich muss das jetzt machen, sorry. Aha. Ist das eine Art Vorposten oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Wir haben ja jetzt erstmal dieses Lager hier eingenommen. Das ist einfach nur wirklich so ein Betonklotz als Senderstation. Hier sind halt diese Energieteile. Oh, den könnte ich tatsächlich bauen, den Geschützturm. Dann habe ich hier etwas Schutz. So. Eröffne das Feuer! Au, irgendwas hat mich getroffen. Mir. Wow. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Ich bin voll runtergefallen, fuck. Wieder ein Sieg für die Minutemen. Jetzt spiele ich mal nicht so auf. Die Minutemen haben damit nichts zu tun. Gebiet gesichert. Jetzt können wir uns zurückziehen. Wie dem auch sei. Was soll ich mir bauen? Das ist eine Rekrutierungs... Irgendwas sollen wir bauen? Das hier vielleicht? Ha! Das soll ich bauen. Ich baue dich direkt neben dem Generator, dann ist es leichter. Für alle Beteiligten. So, das ist ein Generator. Wie mache ich denn das jetzt? Ach, hier steht's, Kabel anbringen. Ach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kann ich hier auch eine Wand reinbauen? So, leveln. Machen wir auch gleich mal. Ich wollte hier das weitermachen tatsächlich. Oh, brauchen wir Level 21. Ist aber nicht mehr weit weg mit dem Level 21. Dann können wir das auch machen. Gut. Wie, es funktioniert nicht ohne Energie? Ach, ich Idiot. Jetzt weiß ich, was der meint mit, es funktioniert nicht ohne Energie. Jetzt haben wir hier eine Radiostation. Jetzt muss ich mal kurz reinhören. Ich höre gar nichts. Hey. Achtung, okay, was soll ich tun? Sucht ihr nach einem sicheren Ort zum Siedeln? Kommt zu diesen Koordinaten. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Sehr niedlich irgendwie. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Geschlossen. Sehr schön. Aufgepasst. Eine Siedlung hat eine Nachricht geschickt. Sie Achtung, haben es irgendwie geschafft, einen Supermutantenangriff abzuwehren. Aber sie machen sich Sorgen, dass die Supermutanten mit Verstärkung zurückkommen könnten. Du solltest besser darüber, wenn bevor es zu spät seid, ist. Hart zu arbeiten, ah. Könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Jupidu. Ort machen. Da haben wir ja den Salat. Ich muss erstmal diesen Reisesender ausmachen. Ich sehe es schon. Reise nach Temple Bluff. Ich habe da erst gerade angefangen aufzuräumen. Also. Was ist denn hier los? Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja, scheinbar. Wo ist das Problem? Komm zur Sache. Frech. Ich helfe gerne. Ja. Ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht.
Waren nicht viele, aber sie haben eine Menge Schaden angerichtet, bevor wir sie vertreiben konnten. Was haben sie denn gemacht? Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, sie werden wiederkommen und dann mit Verstärkung. Wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest, uns zu verteidigen. Errichte Verteidigungsanlage 100%. Was, habe ich das schon gemacht oder muss ich das machen? Wer ist da? Shit. Und wo sind die denn gekommen? Ich sehe nichts. Ich habe echt keine Ahnung, auf was ich hier schieße. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Puff, war's das? Ich hab gefühlt nur einen Schuss abgegeben. Oder zwei, keine Ahnung. Planke und Tafelmesser. Das kannst du behalten, Junge. Ich glaub's nicht. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Ja, zum zweiten Mal. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Warte, gleich. Was ist denn? Junge, bleib mal ruhig. Aufgepasst. Zeig es mir. Was hast du sonst noch für mich, Preston? Du wolltest doch mit mir reden, dachte ich. Aufgepasst. Was brauchst du? Hey. Ich würde dir noch immer gern etwas sagen, wenn du mal kurz Zeit hast. Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Minutemen? Warum ist es dir so wichtig, was aus den Minutemen wird? Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Auseinandergebrochen. So gut war es auch wieder nicht. Hoffnungslos. Ihr habt etwas erreicht. Warum ist alles so schnell auseinandergebrochen, wenn es doch so grandios war? Ja, es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren. Oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Jetzt mit mir auf jeden Fall. Warum erzählst du mir das alles? Unsicher, keine Guten. Zustimmen. Warum erzählst du mir das alles? Ich wollte mich wohl nur bei dir bedanken. Danke, dass du anders bist als der Großteil der Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Sarkastisch. Muss gehen. Gern geschehen. Sonst noch was? Noch irgendwas? Nein, das war's. Wir sollten dann mal besser weiter. Tatsächlich ist es hier die Y-Frage. Das, was ich am häufigsten stelle, weil ich immer diese Nachfragen ich am interessantesten finde. Ich meine, hätte jetzt auch sagen können, gut gemacht oder gern geschehen oder was freundlicher. Aufgepasst. Was brauchst du? Warte mal eine Sekunde. Brauchst du was? Gibt's was, worüber du reden willst? Wenn jeder bereit wäre, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und seine Nachbarn zu beschützen, hätten die Raider keine Chance. Was hast du auf dem Herzen? Ich sag dir, was mit dem Commonwealth nicht stimmt. Die Leute sehen das große Ganze nicht. Was meinst du? Vor dem Tod von General Becker waren die Minutemen ein ernstzunehmender Machtfaktor. An was denkst du gerade? Ich glaube, du hast alles, was ein großer... Ja, okay. Was denkst du über unsere Beziehung? Ich muss sagen, ich versuche noch immer, aus dir schlau zu werden. Aber ich hab's noch nicht aufgegeben, falls es das ist, was du wissen wolltest. Okay, Presti.
Ich will ja nicht will ja nicht gemein sein, aber ihr habt echt einen Scheiß zu Hause. Okay, ihr habt ein Dach über Kopf und es regnet. Das ist schon ganz nett. Aber ihr könntet mehr haben. Viel mehr. Ich schwing mich wieder runter zu unserem Außenposten. Oh oh. Das ist mein erster Bär, den ich hier habe. Ja, dann viel Spaß. Den kannst du auch gerne behalten. Immerhin ist es nur einer. Mir wird schlecht. Hä, und wer hat jetzt Punkte dafür bekommen? Das blöde Geschütz oder was? What the fridge ist das denn? Mutantenhund. Wo ist denn hier was? Hey, Kumpel. Brauchst du was? Wenn du kein Kunde bist, bringst du Ärger. Also, was darf's sein? Bist du ganz allein hier draußen? Nö. Gas passt auf mich auf. Oh, das also ist komm nicht auf dumme Gedanken. Little Sister, willst Big du jetzt Daddy was Ding, kaufen oder nicht? Glaube ich. Kommt mir zumindest ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Jetzt wird's interessant. Okay, was hast du denn? Außer Drogen, Fusionszellen. Ehrlich gesagt, hat sie nichts, was mich wirklich interessiert. So, und jetzt prüfen wir mal die Hochstraße hier. Raider Abschaum. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, ich auch. Und dann gebe ich nämlich der Guten, die bei uns jetzt hier putzt, keine Ahnung, gebe ich einfach mal ein bisschen Klamotte. Aber ist okay. Okay. Ach so, und weil ich dir... Kriegst du auch noch die 11 Schuldpatronen. Ja, ich glaube, da hältst du ein bisschen mehr aus. Auf ein neues. Jetzt aber wirklich. Sorry, nervöse Zeigefinger schon wieder. Wow. Okay, dann kann ich in die Richtung also nicht mehr gehen. Ich guck's mir trotzdem mal kurz an, soweit ich gehen kann. Okay, ist ja gut. So, jetzt pass bitte auf Preston. Preston! Nicht runterfallen. Der bestimmt so, ich? Nö, ich fall doch nicht runter. Ah, tot. Oh nein. Ich gehe einfach weiter. Ah, dammit, ey. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen oder nicht. Ich wünschte, diese Straßen würden nicht so krass abknicken. Weil wenn wir jetzt runterfahren, sind wir halt tot, ne? Wenn es zu hoch ist. Ach, Dreck, ey. Ja, dann, was bleibt uns anderes übrig, als zurückzulaufen jetzt? Können wir auf jeden Fall den Flugzeugabsturz anschauen. Aber da ist irgendeine Raider-Hochburg. Sehe ich jetzt schon. Alter, was? Ich habe nicht verstanden, warum ich den nicht getroffen habe aus nächster Nähe. Da steht auch wer, ne? Ach, Puppen. Also nein, da steht niemand. Ah, Crash Site. Hey, das ist ein Minuteman. Das war hier wohl ein ziemlich großer Flug, hä? Skylines Flug. Okay. Sommerkleidung. Entschuldigung. An mir kommt nichts vorbei, Sir. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Das finde ich cool. Hätte ich nämlich nicht damit gerechnet, dass jetzt hier Minutemen rumlaufen. Was war das überhaupt für ein riesiges Flugzeug? Ist ja hier voll die Sitzreihen, voll auseinander. Holzklasse vor allem irgendwie. Entschuldigung? Dieser Ort gehört den Minutemen. Das finde ich cool.
Hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es den Minutemen einfach hier so gibt. Oh. Jawohl, unglaublich überwältigende Geschichten. Perfekt. Du verursachst 5% Schaden gegen Murlocs. Attack of the Fishman. Wahahaha. Nice. Du bist also ein Comic-Fan, was? Hast du ein Problem damit? Hey. Okay, was soll ich tun? Brauchst du was, General? An was denkst du gerade? Eine perfekte Nacht, um etwas zu unternehmen. Was denkst du, wie es so läuft? Wir sollten besser die Augen aufhalten. Wieso traust du den Leuten nicht? Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Aber ich weiß, dass noch mehr in dir steckt. Ja, okay. Du meinst. General? Flugschreiber. Okay, wir haben den Flugschreiber geborgen. Guck ich mir auch gleich mal an. Dann hör mal genau hin. Wir haben was gefunden. Und zwar die Aufzeichnungen des Flugs, des Skylane-Flugs 1981. Hör mal hin. Boston Tower, Skylanes 1981. Bitte bestätigen. Over. Verdammt, was ist los? Oh Gott! Mayday, Mayday, Mayday! Boston Tower, Skylanes 1891. Wir haben ein Triebwerk verloren. Wir gehen runter. Da! Lande auf der Straße! Zieh hoch! Zieh hoch! Tja, hat wohl nicht ganz gereicht. Ich bin schon mit dem Gedanken, quasi mich mit den Leuten anzulegen. Arschlöchern wollte ich schon wieder sagen. Mit den Leuten, mit den Gunnern hier anzulegen. So, jetzt ist es alles sauber. Okay, ganz vorsichtig. Hey. Preston, wo bist du? Was machst du? Du hängst offiziell fest. Ich glaube, ich muss weiter weggehen. Dann backst du dich wieder raus. Wer ist da? Wow. Ich habe kein Wort verstanden. Tut mir leid. Der hat auch ein Scharfschützengewehr. Wow. Ey, der tötet mich immer mit einem Schuss. Naja, ist ja kein Problem. Ich kann ihn ja auch versuchen zu töten. Ich muss einfach nur besser oder schneller sein als er. Vielleicht gehe ich besser auch hinten wieder raus. Und mache es von hier hinten. Mich auch einfach auf seinen Kopf zielen kann. Und dann ist es auch gar kein Problem mehr, ihn in den Kopf zu schießen. Oh Gott im Himmel. Du Penner. Also es ist schon sehr gut gesichert. Hier kommt ja keiner hoch. Außer so wie ich. Das Einzige, was hier scheiße ist, ist halt, ne, wenn es gewittert und stürmt, dann bist du hier relativ aufgeschmissen. Und, na, du solltest kein Schlafwandler sein. Weil dann bist du auch relativ aufgeschmissen. Oder eher runtergeschmissen, in dem Fall irgendwie, keine Ahnung. Wo bin ich? Ja, ich glaube, ich werde noch nach Tempins Bluff zurücklaufen und da einfach pennen. Bevor ich jetzt mich hier niederlasse. Wissen wir wenigstens, dass ich das hier letztes Mal gemacht habe. Haben wir ein bisschen die, naja, nicht Hauptstory, aber die Minuteman-Story gemacht. Hey, warte mal. Ich will nur ein bisschen handeln. Steh auf. Mir tun die Füße weh vom viel Tragen. Komm. Okay. Na, die hat echt gebraucht. So, dann schauen wir mal. Erstmal kriegst du das Paillettenkleid an. Schick. Sieht wirklich schön aus. Und die Mütze darfst du auch anziehen.
Ich werde einfach beim nächsten Mal unserer Linie treu bleiben, tatsächlich, und hier entlang laufen. Und kommt wahrscheinlich dann irgendwann bei Mystic Pines raus. Es sei denn, auf dem hier an dem Rand gibt es auch wieder irgendwas Interessantes. Wir haben ja ein paar Sachen gesehen, zum Beispiel einen Friedhof oder sowas. Vielleicht gehe ich auch dahin. Mach mal ein paar Sachen am Wegesrand. Und ja, das beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ziehen wir weiter gegen Süden. Yay, der Hochstraße entgegen. Und mal schauen, wem oder was wir da begegnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und wünsche eine gute Nacht. Und sage bis dahin, cheerio. Hier bei mir, dem JMO. Gute Nacht. Das letzte Wort gehört Preston. Hey. Zeig es mir. Bitte was? Hey. Ja? Was meinst du? Wird nie langweilig. Okay. Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Frag mich nochmal in einer Woche oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon verstanden habe, wie du so tickst. Soll ich dir das Palettenkleid anziehen? Nee, passt schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye. Das war alles. Kein Problem.